an einem stillen Waldsee, bei einem Kindergeburtstag oder in der Abflughalle eines Flughafens. Die Geräusche und Schalleindrücke, von denen wir umgeben sind, können unser Wohlbefinden und unser Bild der Welt beeinflussen. Normalerweise unterscheiden wir zwischen Nutzschall und Störschall. Das geordnete, angenehme Hörempfinden nennen wir Nutzschall. Die ungeordneten, unangenehmen Hörempfindungen bezeichnen wir als Störschall. Die Grenze zwischen beiden ist fließend und individuell. Rein wissenschaftlich betrachtet handelt es sich bei Schall um elastische Molekülschwingungen in der Luft oder anderen Medien, die eine Kettenreaktion erzeugen, indem sie die nächsten Partikel in Bewegung setzen. Der Schall pflanzt sich hierdurch mit einer bestimmten Schallgeschwindigkeit in dem betreffenden Medium fort. Die Schwingungen des Schalls lassen sich als eine fortlaufende Schallwelle beschreiben, die sich wie Ringe im Wasser nach allen Seiten ausbreitet. Die Anzahl Schallwellen pro Sekunde bestimmt die Frequenz eines Schalls. Die Frequenz wird in Hertz gemessen, ein Hertz entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Die Niedrigfrequenz-Basstöne haben lange, weiche Schallwellen mit wenigen Schwingungen pro Sekunde. Ein Diskantton hat dagegen viele Schwingungen pro Sekunde. Die Wellenlänge in Luft für eine Schallwelle mit einer Frequenz von 20 Hertz beträgt beispielsweise 17 Meter. Die entsprechende Wellenlänge für einen Hochfrequenz-Diskantton mit einer Frequenz von 20 kHz dagegen nur 1,7 cm. Wellenlänge und Frequenz verhalten sich also umgekehrt proportional zueinander. Der Schalldruck wird normalerweise mit Hilfe einer Dezibel-Skala beschrieben. Das heißt, je höher der Schalldruck, desto höher der Dezibelwert. Will man Dezibelmessungen vergleichen, müssen sie im gleichen Abstand von der Schallquelle erfolgen. Nachhallzeit ist die Zeit in Sekunden vom Ausschalten, Unterbrechen einer Schallquelle bis zum Schalltod. Wie sich Schallwellen verhalten und ausbreiten, hängt vom Charakter und den akustischen Eigenschaften der umgebenden Oberflächen ab. Wenn eine Schallwelle auf ein Hindernis trifft, wird sie zurückgeworfen. Bei einer harten und ebenen Oberfläche kehrt die Schallwelle direkt zurück. Während eine weiche, unebene Oberfläche einen Teil der Schallwelle absorbiert und den Nachhall verzögert oder dämpft. Normalerweise ist eine lange Nachhallzeit unerwünscht, weil sich der Echoeffekt der ersten Schallwellen mit den nachfolgenden Schallwellen mischt. Das ergibt ein verwaschenes Klangbild, in dem die einzelnen Töne schwer zu unterscheiden sind. Bei einer kurzen Nachhallzeit wird das Klangbild präziser und schärfer. Die Sprachverständlichkeit verbessert sich markant. Lange Nachhallzeiten können durch die Verwendung von Materialien verkürzt werden, die Schall gut absorbieren. Diese Eigenschaft lässt sich mit Hilfe eines Absorptionskoeffizienten beschreiben. Harte Schallmaterialien mit glatter Oberfläche haben häufig einen niedrigen Absorptionskoeffizienten. Materialien mit einer weichen, unebenen oder porösen Oberfläche einen hohen. Je größer die den Schall absorbierende Oberfläche im Verhältnis zur Gesamtoberfläche des Raumes ist, desto geringer ist der Nachhall im Raum. Daher ist es wichtig, für große Flächen ein Material mit einem hohen Absorptionskoeffizienten zu wählen. So kann man die Nachhallzeit regulieren und verkürzen, sodass ein gutes Schallklima mit einem klaren und deutlichen Klangbild entsteht. Oft ist die Decke eines Raumes, normalerweise eine große, reguläre und disponible Fläche, die Fläche, für die sich am leichtesten eine die Akustik regulierende Verkleidung wählen lässt. Bei Trolltect haben wir uns darauf spezialisiert, gute Akustik und schöne Architektur zu vereinen. Bei der Entwicklung neuer Produkte für die Trolltect-Serie arbeiten wir eng mit Architekten zusammen. So sind wir sicher, dass Trolltect stets die Antwort auf akustische Herausforderungen ist, unabhängig vom Gebäudetyp. In der Trolltect-Serie finden Sie auch eine Reihe von Spezialprodukten, die unter anderem die Möglichkeit bieten, Lüftung, Dekoration, Licht
und Lautsprecher in die Akustiklösung zu integrieren. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie mit besserer Akustik bauen wollen. Trolltekt.